Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, sagt ein altes Sprichwort. Mit Glück hatte allerdings der erste niederösterreichische Cup im Voltigieren im Reitstall Guttenhof bei Himberg nichts zu tun. Vielmehr erforderte dieser Bewerb viel Geschick und Können. Der erste Niederösterreich Cup im Voltigieren heute am Guttenhof. Trotzdem es so kalt ist, sind sehr, sehr viele Teams am Start gewesen an diesem Wochenende. Ein kleines Resümee? Ja, das Resümee, leider das Wetter ist nicht mehr nicht so schön wie erhofft, aber es regnet nicht, man muss positiv sehen. Die Kälte, ja, wir stecken das schon weg, wir sind hart im Nehmen und wir haben es heute einen halben Tag noch, dann haben wir es geschafft. Worauf kommt es denn jetzt beim Voltigieren an? Wenn man also so anschaut, die ganzen tollen Übungen, die man auf dem Rücken der Pferde sieht, schaut nicht so einfach aus. Einfach ist es nicht. Wenn es einfach ausschaut, ist es dann perfekt. Und so soll es auch wirken. Es wird bewertet eine Artistiknote, eine Gestaltungsnote und Ausführungsnote. Das Pferd wird mitbewertet mit dem Lohnschuhführer und das Gesamt mit der Pflichtnote gibt die Gesamtnote dann und die Platzierung. Man fängt ja hier schon in jungen Jahren an zum Trainieren. Ab wann kann man denn mit Voltigieren beginnen? Zu meinen Leuten sage ich immer, man kann dann beginnen, wenn das Kind das macht, was der Trainer sagt. Also wir haben auch Vierjährige und ja, bis ins hohe Alter, wenn man fit ist, kann man das sehr lange betreiben. Jetzt bist du auf einem Pferd, das wesentlich größer ist als du. Fürchtet man sich da manchmal? Nein. Seit wann betreibst du diesen Sport? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie oft muss man jetzt üben, damit man so gut ist, wie du es bist? Also ich tue 3-mal in der Woche trainieren. Wir haben an die 16 Vereine hier und das sind auch unsere sehr erfolgreiche internationale Starter, die hier heute am Start sind, die bei der EM sehr erfolgreich waren. Und in Niederösterreich haben wir auch eine große Mannschaft, eine internationale, sehr erfolgreiche Mannschaft. Und das Wochenende war Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark am Start. Worauf kommt es hier an? Was ist es, was man, wenn man wirklich gut ist? Also für mich kommt es halt darauf an, dass man ziemlich mit dem Pferd tut. Es gibt viele sehr gute Voltigierer, die eher auf dem Pferd turnen, aber das ist halt für mich nicht das Wichtige. Es kommt darauf an, dass man mit dem Pferd turnt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, Europameister bedeutet auch gleich sehr viel Training. Wie intensiv trainiert man für so eine Europameisterschaft? Also mit dem intensiven Training haben wir in den Sommerferien begonnen. Also es war ein Monat vor der Europameisterschaft und da haben wir dann wirklich 4-mal die Woche so trainiert. Ist Voltigieren noch leistbar? Ich meine, ein Pferd kostet immerhin viel Geld. Ein Pferd kostet sehr viel Geld, ja. Und ja, wir beißen da durch. Sponsoren sind sehr rar, leider. Obwohl wir, ich sage immer, kein Hermann Mayer sind oder was und nicht so viel Geld brauchen. Aber es wäre schön, wenn es welche geben würde. Aber wir beißen durch und für die Kinder ist es ein sehr schöner Sportart, was auch für den Körper sehr gut ist. Darum setzt man es auch in der Therapie ein, ein Pferd. Und ja, wir beißen uns durch und die Pferde gehören meistens entweder den Verein oder den Trainer und die Kinder, die zahlen einen Beitrag zum Training.